Ja, Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur vom Grevenbroicher Tagblatt. Ich habe so einen Hals. Was, hä? Weil in dieser Autoreklame sagen die doch, dass das Baguette sich verbiegt. Ja, ich meine, die spinnen. Komm mal mit. Morgen, Schätzelein. Hör mal, Schätzelein, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich bin der Horst, weißt du. Hör mal, Schätzelein, machst du mir bitte ein Baguette? Ein Baguette? Ja, gib mir mal so ein schönes Baguette. Ich zeig dir was. Hast du eins? Ja. Jetzt pass mal auf, gib mir mal das Baguette. Und jetzt guck mal hier, pass auf. Ist das verbogen? Nein, das ist gebrochen. Das ist alles Quatsch, was die uns erzählen. Da wisst ihr Bescheid. Ich hab's vorher gesagt. Hier, Schätzelein. Mach dich nicht verrückt, ne? Du machst Bescheid. Lecker Häschen ist das, ne? Ach so, hör mal. Schätzelein, was macht das? Das Baguette? Das Baguette? 2,50 €, weil kaputt gemacht worden ist. Ist ja für einen guten Zweck gewesen. Hör mal, tust du mir noch schön zwei Teilchen mit Sahne? Ja, Sahne haben wir leider nicht. Dann machst du ohne Sahne. Ich habe heute Nachmittag, kriege ich noch Besuch. Ja. Zum Kaffee. So ab 5. Oder ab wann hast du frei? Ja, wir gehen ins Game. Und Horst Schlemmer, ich war über das sau schnelle Ende sehr überrascht. Horst Schlemmer, wer kennt ihn nicht, wer mag ihn nicht? Und sie parken falsch. Finde ich noch am geilsten im Film Horst Schlemmer, der Film, wo er morgens aus seinem Haus rauskommt und das Auto anfährt und dann das Schild dranhängt, sie parken falsch. Und ja, wir sind jetzt hier in einem Spiel und das ist unüblicherweise ein Two-on-Two von sogar mir. Hier ist er, der Mr. Pink, unterwegs mit dem Gondner, a.k.a. TFF Kratos. Mit einem Smurf-Account, denn wir sind ja mittlerweile so gefragte Pro-Spieler, dass wir uns nicht mehr mit unseren eigenen Accounts in einem Battle.net blicken lassen können. Und ja, deswegen hat hier der Kratos seinen Smurf-Account ausgepackt. Wir spielen PvP auf dieser einen tollen Map, machen hier im Formationsflug das Scouting. Guckt euch an, wie simultan wir gleich hier die Chokes hochbiegen. Zack. Unfassbar, dieses Timing hier bei TFF, das ist natürlich einsortiert, einstudiert. Und wir spielen hier gegen den Harry als Zerg und der hat seinen Putsch schon am Laufen, das dumme Schwein. Und Hennesti als Protoss, der hier nichts stehen hat. Und wir waren zusammen im TS, der Kratos und ich, der hier Paranoia-Scouting macht. Und wir sehen ja auch schon hier vorne, Hennesti möchte uns hier mit Kanonen containen, was an sich eine gute Idee ist, denn da kann man gleich hier mit 2-3 Kanonen hier beide am Rauskommen hindern und zeigt gleich hintenrum irgendwelchen Tag aufsetzen. Der Pool ist jetzt hier ready, die ersten Sechslinge werden gebaut. Und nachdem hier der Kratos gescoutet hat, dass hier nichts steht und ich den frühen Pool gesehen habe, haben wir uns beide entschlossen, bauen wir beide mal eine Forge. Und von mir kommt auch Proxy-Herzchen. Und das ganze Replay halt von letzte Woche, ich wollte es eigentlich schon regecastet haben, ich mache es aber erst jetzt. Und normalerweise mache ich ja keine Mehrspielerpartien, aber das hier geht halt unter der Partie When Cheese Fails, denn die beiden kriegen dafür gleich ordentlich in die Fresse, das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, die ersten zwei Kanonen sind im Bau, die ersten Sechslinge kommen und auf unserer Seite hier der Schlitzbärse kommt und auch bei mir gibt es den Schlitzbärsen. Und jetzt kommt hier schon mal die erste Kanone, hier unten gibt es schon die dritte. Die Linge kommen. Hier oben ist der Boracco. Noch nicht draußen, aber er baut hier nochmal zu mit einem Pylon. Und die Linge geben die Vision und der Berse kommt nicht mehr nach vorne. Und jetzt muss er das Ding da wieder abbrechen, damit der Berse nach vorne kann. Vertreibt hier so ein bisschen die Linge, kriegt die auch schon den einen oder anderen Hit. Bei mir stehen jetzt auch schon zwei Kanonen und der Berserker im Schlitz. Nächster Pylon jetzt hier vorne fertig für Hennesti, dem alten Cannon-Rush-Schnoop. Und das Gate hier vorne wird abgerissen. Auch noch jetzt Overlords hier dabei von Harry, um halt hier die Vision zu gewährleisten. Das machen sie eigentlich ganz gut. Und ja, wie sieht es sonst so aus in der Zwischenzeit? Ich baue jetzt hier weiter ganz entspannt. Meine Gas und hier vorne nichts außer Props. Und auch hier nichts, kein Gas, kein Tech, nur Linge und Kanonen. Und haben sie gedacht, das reicht schon irgendwie, damit reißen wir denen da was kaputt. Jetzt wird bei mir hier versucht hochzukommen, aber hier stehen natürlich auch schon zwei Kanonen. Und jetzt ist das Ganze eigentlich fast schon so gut wie vorbei. Aber ich baue nochmal eine neue Kanone und jetzt kommt der Overlord, gibt hier die Vision. Jetzt wird mein Gate hier abgerissen. Das von Kratos hier vorne ist ja schon weg. Und ja, ich registriere das Ganze jetzt hier. Hm, kacke, das Gate wird abgerissen, da kannst du nichts machen. Und Core kommt auf jeden Fall aber schon mal hinterher. Das nächste Gate wird gebaut.
Und ja, jetzt wollte ich erst einen Pylon bauen, aber dann habe ich mich umentschlossen und gesagt, nee, ich baue hier eine Kanone und da den Pylon. Dann habe ich jetzt hier nämlich schön drei Kanonen und der Penner kommt hier nicht mehr hoch auf der Seite bei Kratos, ganz entspannt. Der baut jetzt hier auch auf Gas und hier kommt jetzt auch der Cybernetics Core. Bei mir ist er schon fertig. Und ja, sehr wenig Probes, aber das ist ja hier auch eine Stresssituation. Wir sind ja hier total on fire. Und Hennes, die macht einfach weiter mit seinen Kanonen, mit seinem alles. Und wie sieht es hier beim Zerg aus? Der hat mittlerweile hier Gas angesetzt. Und hier noch nichts weiter im Bau. Hier vorne nur Linge. Und wie viel Geld hat der Zerg eigentlich? Der hat mittlerweile schon fast 700 Obermins. Und beim Kratos sind es 100 und bei mir auch knappe 100. Also wir halten unser Geld niedrig. Jetzt kommt hier die Robo beim Pinky. Und ja, jetzt geht hier vorne gleich die Forge down. Und da war das Geschrei im Teamspeak groß. Und ich habe gesagt, jetzt bau doch endlich was dahin. Was soll ich machen? Die reißen mir die Forge ab. Ich sag, wenn das Ding gleich auf ist, dann rennen da die Linge durch. Weil ich habe ja damit gerechnet, dass hier unten alles voll schon mit Linge steht. Aber es sind ja bloß die ersten 6 Stück hier. Und was soll ich bloß tun? Hilfe, meine Forge ist gleich Schrott. Und dann sag ich, ja, dann bau doch jetzt endlich irgendwas dahin. Nur noch, Mensch, dass das halt wenigstens zu ist. Ja, der Berserker hier kriegt auch ins Gesicht, geht down. Der Zerg hat jetzt hier die erste Expansion gebaut, hat jetzt nur noch 300 Obermins. Der Zerg geht jetzt hier auch auf T2, denn der hat ja hier auch schon angefangen, Gas zu sammeln. Ein kleiner Slide kommt hier auf die Expansion. Und beim Gut Pink gibt es jetzt hier noch das Roboter-Dock hinterher. Robotics Bay. Denn ich wollte Kolosse bauen, um halt hier die Kanonen abzureißen. Und was macht der gute Kratosser? Der Kratosser hat sich jetzt hier zugebaut. Und ich habe ihm gesagt, bau doch jetzt endlich nochmal neue Kanonen. Ich kann keine Kanonen mehr bauen. Die haben mir doch die Forge abgerissen. Ja, bau doch eine neue. Und jetzt 200 Council und Blinkstalker soll es hier geben. Der Protoss hier hat mittlerweile jetzt auch Safety-Kanonen hinten reingebaut. Doppelgas und das erste Gate unterwegs. Die Linge hier vorne am Rumstratzen, das Roboter Robotic Bay bei Pinky ist gleich fertig. Wir schauen mal ganz entspannt kurz auf die APMs. Bei mir 45, bei Kratos 57, beim Zerg 60 und beim Protoss 20. Aber der braucht ja auch bloß Kanonen bauen. Und das Ganze ist hier übrigens ein Placement-Match gewesen von Kratos und mir. Das fünfte. Wir hatten davor alle 4 Matches gewonnen. Und das war unser 5. Placement-Match. Und ob wir das noch gewinnen, ich weiß ja nicht. Die Gates gehen jedenfalls auf hier von Kratos. Sammelt jetzt auch nur noch auf einem Gas. Und Bling ist durch. Und bei mir gibt es jetzt hier den ersten Koloss. Weitere Gates, Stalker kommen. Warp Attack noch nicht erforscht. Ich habe jetzt hier kaum Geld. Ich habe auch sehr wenige Probes. Ich habe bloß 22. Der Zerg 40, der andere Protoss 27, 28 und Kratos sogar nur 20. Also das ist ziemlich wenig. Der Protoss, beziehungsweise der Zerg, jetzt hier halt auf C2, da kommt der Spire und die nächste Expansion hier im Bau vom Zergi. Und ja, wie sieht es aus? Der erste Koloss hier von Pinky Boy ist fertig. Hier vorne gibt es die ersten Staccato-Stalker von Gontner aka Kratos. Hier hinten scoutet mal ein Overseer rein und guckt sich an, was ich mir hier so zurechtzimmere. Nächster Koloss kommt und gleich werde ich auch, wenn ich hier die 200 Gas habe, aufs Thermaland Upgrade gehen. War doch irgendwie so. Thermaland, Baby. Warp Gate Tech läuft hier mittlerweile auch. Warum gibt es hier kein Thermaland? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 2 Kolossi schon durch. Und hier oben noch ein paar Gates. Ich habe jetzt also 3 Gates, nee, 2 Gates. Hier vorne den Changeling gemixt, den habe ich nicht mitbekommen. Auch der Protoss möchte jetzt hier exen. Und Kratos macht sich auf hier mit seinen Blinkstalkern. Mal ein bisschen Action zu machen. Der Protoss geht jetzt hier auch noch auf Stargate. Der Changeling ist tot. Und jetzt gibt es hier auch das Thermalands Upgrade. Von hinten hier meine Kolosse schon mal die Forge am Abreißen. Und ja, jetzt kommen wir langsam aus unserem Gefängnis hier heraus. Forge ist Schrott, Pylon wird abgerissen. Und hier hinten reißt der Kratos mit den Blinkstalkern halt die Expansion ab, den Pylon und nochmal eine Prop hier abgerissen. Und jetzt geht's hier die Choke hoch. Und reißt jetzt hier halt auch noch die Stalker ab. Will hier noch ein bisschen Action machen, mittlerweile hier 2 Cannons. In der Mineral Line von, wie heißt der Typ? Hennesty. Meine 2 Kolosse haben sich erstmal zurückgezogen, denn ohne Thermalance kannst du hier gegen die Kanonen nichts machen, denn Kanone 7, Kolossi 6 Range. So, hier vorne jetzt entsaftet und da kommen die ersten Mutalisken.
Und wir sehen hier das unfassbare Blink-Micro von Kratos. Es geht einfach so unfassbar gut abwärts, vorwärts. Und ja, es reicht nicht ganz zu viele Mutas. Aber auch der Zerg hier, ich weiß nicht, ob ich den Fight hier eingegangen wäre, aber er musste ja. Sonst hätte er ja hier sein Kontrahent, beziehungsweise sein Kollege, unser Kontrahent, seine Mainbase verloren. Der ist ja jetzt erstmal weitere Pylons stellt. Und ja, ich habe jetzt auch langsam Overmins. Und jetzt ist auch Thermal Lance hier durch und ich röste hier alles weg. Ein kleines Warp-Prisma wird hier von mir gebaut. Die Mutalisken flattern hier durch die Gegend. Mittlerweile hier auch die zweite Expansion am Laufen vom Zerg. Der jetzt hier entspannt knapp 60 Worker hat. Also der makrot hier ganz gut hoch, hat aber trotzdem 2000 Overmins. Gar kein Problem hier. Gar kein Ding. Hier vorne wird mittlerweile abgerissen, wie gesagt, hier von Pinky Boy. Der jetzt hier seinen Warp getaggt durch hat. 4 Gate Robo One Base gespielt mit ein paar Staccatos hier nochmal reingeworbt. Denn ich wusste ja, da kommen die Mutas. Und ich hatte mir dann auch schon mal das ein oder andere Kanönchen hier reingestellt. Das wird jetzt hier platt gemacht. Meine Stalker hier reagieren in unfassbarer Geschwindigkeit, wie es hier losgeht. So kennt man das hier. Wir sind ja hier Pro-Style. Die Probes werden gesaved. Nächster Koloss ist draußen. Während hier unten weiterhin noch die ganze Scheiße abgerissen wird. Und hier hat der gute Kratos sich nochmal einiges an Stalkern gebaut. Der hier schön mit Schiffbling runter. Blinkt. Feines Ding. Und ja, jetzt hat er hier genervt. Komm, lass mal Go machen. Und ich sag so, nö, ich will Exco. Und dann macht er erstmal hier die Rocks mit kaputt hier. Dann kannst du gerne losgehen. Und bei mir läuft jetzt auch schon das erste Upgrade. Oder auch noch nicht. Und er meinte, komm, wir müssen jetzt hier Go machen, hier Expansion und so, meh. Weil mittlerweile mein Observer ja auch hier einmal rüber gescoutet hat, weitere Dings hier im Bau. Und ich sag so, nee, ich will jetzt hier aber Exen, Junge. Dann kannst du meine Kolosse und meine Stalker haben. Mittlerweile habe ich da ja auch schon noch ein paar gebaut. 70 Supply bei mir, 50 beim Kratos, beim Zerg, 113. Und hier der Protoss hat auch, ja, 40 und ein paar Phoenix jetzt hier gebaut. Und dann habe ich jetzt dem guten Kratos meine Control gegeben. Hatte halt meine Stalker jetzt mit dabei, mein Angriffs-Upgrade 1 läuft jetzt schon. Und ja, 3 Kolosse und hier einen Riesenhaufen Stalker. Teilweise halt mit Blink und ich habe ihm die Kontrolle gegeben. Ich habe jetzt nur noch gemakrot. Der Protoss hier hinten baut jetzt auch Gateways, Phoenixe und auch Voidrays. Und beide gehen jetzt hier also auf R. Mars, Mutas, Phoenix, Voidray hier. Die Kombination, da freuen sich unsere Stalker natürlich. Und jetzt geht es hier erstmal daran, die Expansion von Hari abzureißen, was ja auch kein Problem ist. Hier die Kolosse rösten, was das Zeug hält. Die Stalker knattern hier ordentlich los. Und ja, Expansion Nummer 1 abgerissen. Hier vorne kommen die Mutalisken, hier vorne kommen die Phoenixe angeflattert von Hanesti. Geht hier schon mal auf die Phoenix, auf die Kolossi, die jetzt hier schön in die Stalker bewegt werden. Und die Blinkstalker hier gegen die Phoenixe am Arbeiten. Jetzt hier wieder die Kolosse zurückgezogen gegen die Mutas. Hier kriegt er jetzt hier eventuell den ersten Koloss down. Nein, ich glaube nicht. Ich mach mal kurz die Hitdings an. Nein, der eine Koloss hier überlebt hier noch ganz knapp. Wir gucken mal kurz auf die Kills der Kolosse. 11 Kills, 5 Kills, 13 Kills. Und jetzt hier werden die Kolosse hier hervorragend rausgemicrowed, aber auch rausgefocust hier von den Mutalisten. Das sind einfach so viele Stalker hier. Und mittlerweile auch beim Pink das 1er Angriffs-Upgrade hier so gut wie fertig. Der Koloss hier mittlerweile Exekutor mit 24, 26 Kills. Der röstet hier die ganze Eco zu Kolumb. Gar kein Problem. Mittlerweile bei mir hier auch die Gold-Expansion am Laufen, die Upgrades laufen. Und ja, der Koloss hier ist ein Hero-Koloss mit mittlerweile 27 Kills. Die Voidrays hier überhaupt keine Chance. Das 1er Angriffs-Upgrade hier mittlerweile am Laufen für Mr. Pink. Und weiteres Reinforcement kommt. Und auch von mir jetzt hier ein Slide auf die Gold-Expansion. Etwas zu früh, wie wir hier sehen. Denn ein paar Probes fahren dann nochmal zurück. Und ja, ein paar Stalker hier noch zu stehen. Denn hier, ich habe gedacht, vielleicht kommt da nochmal ein Mutalisk. Die ersten Corruptor jetzt auch im Bau vom Zerg. Also der reagiert richtig. Gegen die Kolosse halt jetzt hier mit Corruptern arbeiten zu wollen. Hat mittlerweile jetzt auch 4000 Overmins. Aber gar kein Problem. Ich habe ein paar Speedlinge jetzt hier noch gestellt. Ja, Makro-Hedge und so. Aber 4000 Mineral. Roaches soll es auch nochmal geben, die ersten Corruptor jetzt hier draus. Und ihr könnt jetzt euch denken, was damit passiert. Der Koloss hier mittlerweile 30 Kills. Reinforcende Stalker hier von Kratos. Der Protoss versucht es hier hinten nochmal. Und auch Pink hat jetzt hier schon sein Warp-Prisma ausgeklappt. Will also hinten drum auch nochmal so ein bisschen Action machen gehen. Wir schauen nochmal kurz. Gegen Ende des Spiels, bevor es jetzt hier in den Final Push geht, auf die APM. 55 bei mir, aber ich habe ja auch fast nur noch gemakro. 60 bei Gotta, 80 beim Zerg und 30 mittlerweile beim Protoss. Also das waren hier Noobs.
Noobs, Noob-Gegner hier, die konnten nix. 34 Kills auf meinem Koloss. Hier vorne jetzt auch nochmal ein paar Roaches, aber die haben natürlich hier auch überhaupt gar keine Schnitte zu machen. So viele Stalker, der Koloss hier, gar kein Problem. 36 Kills. Und ja, wie sieht's hier hinten aus bei meiner War Prisma Action? Die stehen ja alle so rum, auch ganz entspannt. Hier die Gold von mir am Laufen, ein paar Stalker noch mal am Rumschlawenzeln. Bei mir gibt's jetzt auch Twilight, weil ich auch noch Bling machen wollte und ja, der Koloss wird hier nochmal ein bisschen angegangen. Der wird ihm nochmal nach hinten geschickt. Der Bling nach vorne. Der Koloss geht down. Verdammte Scheiße. Ich muss nochmal gucken, wie viele Kills der hatte zum Schluss. Mittlerweile hier 37 Kills. Da wird er angegangen. 37 Kills. Ja, mit 37 Kills hat sich hier der Koloss verabschiedet. Die Expansion vom Protoss hier mittlerweile lächerlich. Hier die drei Probes da. Was ist das denn? Und, ja, der Zerg wird abgerissen. Wie viel Minerals hat er mittlerweile? Ja, nur noch 2300. Und hat hier hinten nochmal hidden geäxt, aber mein Gott, das ist doch alles Quatsch. Und die ganzen Props stehen hier rum. Warum soll ich sie auch retten? Ist doch alles viel besser, wenn man sie sich abschnetzeln lässt. Und hier hinten nochmal ein reinforcender Koloss. Mittlerweile 1-1 Upgrades auf der Seite von Pinky. Nochmal Linge und Mutas im Bau. Jetzt werden hier die Probes gesaved, aber hier die ganzen reinforcenden Units von mir und vom Kratos, die reißen hier so gut wie alle Worker ab, gar keine Probleme. Hier vorne nochmal ein massiver Warp-In von mir selbst und Harry verlässt das Spiel und Hennesty verlässt das Spiel und ja, gewonnen. Ja, was soll man da sagen? Sie haben versucht, uns da wegzuschießen mit dem Cannon Rush vor der Wall. Vom Wall-In und die Linge und so. Aber wir haben das Ding dann gewonnen. Und wie gesagt, das war unser fünftes Placement-Match. Und wir haben das dann halt auch gewonnen. Wir hatten 5-0, sind Diamond geworden. Und ja. So viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das ist das erste Tour-on-Two oder überhaupt Teamspiel, was ich jetzt hier als Replay gecastet habe. Vielleicht, wenn das nochmal ein paar Ausnahmespiele so gibt, falls ihr auch vielleicht sowas haben solltet, wo euch einer böse wegschießen wollte, so wie die uns, und dann habt ihr die aber total zu Brei gekloppt. Dann immer her damit. Vielleicht caste ich da ja noch was von. Aber es ist halt einfach momentan so viel. Es gibt hier 1 bis 3 Cups pro Woche, dann noch Placement, dann halt noch die neuen Geschichten, die wir machen wollen. Und ich muss dann nebenbei auch noch ein bisschen hier so hier was machen. Und ich glaube, die zu Brei haben wir noch, die Community Placement Action haben wir noch. Dann, wer bist du, Mann, du haben wir auch noch. Es sind so viele Sachen und Formate, das kriegst du einfach alles gar nicht unter. Und dann auch noch Replays casten, also das, ne. Stellt euch das mal nicht so einfach vor, mal einfach immer nur mal so hier mal kurz einen Stream machen oder hier mal einen Replay casten. Das ist nicht mal eben einfach so aus dem Ärmel geklopft. Und ich bitte da um Geduld, die neuen Sachen sind nicht vergessen, sie werden kommen. Nur ja, vielleicht das eine ein bisschen früher, das andere ein bisschen später. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Abo, I like, Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter, ihr wisst es. Und ja, heute Abend Competo Cup. Beziehungsweise, wenn das Spiel hochgeladen ist, dann nächste Woche Montag wieder. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Kloppt euch rein. Horst Schlemmer for the win. Und vielleicht mache ich jetzt noch ein Replay. Mal gucken. Auf Wiedersehen auf jeden Fall erstmal. Tschüss.